Oh. Was wollt ihr denn schon wieder? Ja, hast du... Ich hab gehört, hier habt ihr Seife. Seife, was? Geht es euch noch gut? Wir werden belagert, verdammt! Und ihr fragt nach Seife! Verschwindet! Hey, nicht so un... Die Seife ist hier oben! Aber glaubt nicht, dass ich diese Magier auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse, nur damit ihr euch waschen könnt! Nein, das ist was für was anderes. Ha, immer diese uneinsichtigen Wachen. So, Kariks Helmproblem. Auf dem Wall befinden sich tatsächlich Seife, aber die Soldaten wollen sie nicht rausrücken. Ha, diese Mistkerl. Was? Solange die Magier eine Bedrohung darstellen. Sollte ich vielleicht zuerst mal den Satz fertig lesen. Auf der anderen Seite jedoch können die Magier von Nutzen sein. Vielleicht gelingt es mir, sie so zu reizen, dass sie den Wall beschießen und die Seife nach unten fällt. Ich meine, wenn das hier so ein Wall ist oder so. Da draußen sehen wir die Magier. Wenn das hier so ein Wall ist oder so, dann muss ja hier auch irgendwo ein Waffenlager sein, nicht? Ich meine, das hier sieht ja schon ziemlich verdächtig aus. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der uns hier nicht sieht. Hier, dann versuchen wir mal, das Schloss aufzubekommen. Ja. Hier war schon immer zu. Du hast nichts gesehen. Ah, hier, ein Bogen. Dem könnten wir vielleicht ein bisschen reizen. Die können wir auch noch mitnehmen. Okay, sonst gibt es hier nichts. Die Lanzen können wir hier eh nicht mitnehmen. Der Truhe. Ach, hier sind Pfeile. Okay. Hier, schnell wieder raus. Und zu. Nichts passiert hier. Alles normal. Okay, dann holen wir uns mal hier raus. Und auch die Pfeile. Jetzt. Was siehst du mich so an? Okay, und jetzt hier. Schön zielen und zack! Getroffen! Mist! Oh. Volle Deckung! Sie schießen mit Feuerbällen! Hey, komm runter! Die treffen dich sonst! Was machst du denn? Naja, gut, dann nehme ich mir mal die Seife. Ich habe einige auf dem Boden liegenden Seifenstücke aufgesammelt. Das sollte reichen, um Kairik zu helfen. Naja. Gut, nichts passiert. Hast du noch was zu sagen? Ich sage euch, bleibt... Ja. Bla, bla, bla. Na gut, dann haben wir jetzt die Seife gefunden. Und ich würde sagen... Diese Musik... Naja, dann bringen wir die mal unserem guten Freund. Okay, dramatische Musik, du kannst jetzt aufhören. Oh je, da scheint... Ja, jetzt hat sie aufgehört. Also, Kairik, habt ihr etwas gefunden, für dich, das mir helfen kann? Ja, Seife nämlich. Ihr habt Seife? Gebt her, schnell. Was für eine geniale Idee. Ja, ich hab nur geniale Ideen. Das ist gut. Es wird klappen. Ich... werde diesen Helm gleich abbekommen. Ja. Geschafft. Oh, es hat geklappt. Bloß weg mit diesem Helm. Ja, weg damit. Denke, ihr verdient eine Belohnung. Seht her, was in der Vorderseite des Helms eingelassen war. Ich schenke es euch. Was will ich auch mit so einem roten Stein? Okay. Unreiner Feuerrubin, okay. Ihr habt soeben einen magischen Edelstein erhalten. Interessant. Diesen könnt ihr benutzen, um eure Gegenstände magische Eigenschaften zu verleihen. Okay. Dann rüsten wir mal wieder die aus. Wir sehen so beschissen aus mit dieser Kappe. So bescheuert einfach. Naja. Aber sie bietet Schutz. Unreines mache das hier. Feuerschaden. Das heißt, ich kann jetzt hier die so nehmen. Oh.
Wie nenne ich den denn? Den Burner. Das ist der Burner. Oder nein, noch besser. Das ist Mr. Burns. Auch wenn man Mr. Burns wahrscheinlich anders schreibt, aber naja. So, Mr. Burns, zeig uns mal, was du drauf hast. Hui. Hier, es glänzt schön. Naja, dann sehen wir mal. Wie sieht's denn aus mit der Belagerung? Ist die jetzt mal fertig oder dauert's noch ein bisschen? Okay. Was macht die denn? Immer mit der Ruhe. Ne, wie es ausschaut, ist die wahrscheinlich noch nicht so ganz fertig. Naja. Dann fragen wir mal. Vielleicht hat unser Freund Mere, hieß er Mere? Dieser Typ da halt. Ich glaube, der hieß Mere. Ja. Ihr wollt etwas zu tun haben? Ja, bitte. Vielleicht könnt ihr morgen den Wachsoldaten am Tor unter die Arme greifen. Ja, könnte ich auch fragen. Und Porim, gibt's was Neues? Ihr wollt immer noch weiterarbeiten? Na, eure Tatkraft möchte ich haben. Keine Ahnung. Ihr könntet ja mal beim Tor vorbeischauen und mit Morten reden. Er leitet die Wache hier. Na gut, dann machen wir es mal. Kann jetzt bitte diese Musik mal aufhören? Okay, ich speichere mal schnell. Dann laden. Vielleicht hört sie dann mal auf. Nö, hat nicht aufgehört. Auch nicht, wenn ich hier vielleicht lade. Ich lade hier. Ja. Dann laden wir das hier. Ha! Nein, hört nicht auf. Das gibt's doch nicht. Ah ja, anscheinend. Ach, Moment, den Typen wollten wir fragen. Dramatisch, nicht? Was wollt ihr denn schon? Eine Arbeit, bitte. Was zu tun? Ihr wollt mir helfen? Ich bräuchte eine Verstärkung für das Tor. Sicherlich findet sich etwas oben in der Mine. Na ja, gut. Aber erwartet keinen Lohn. Ich schütze schließlich euer Leben. Das muss ausreichen. Mit dem Schlüssel hier kommt ihr in die obere Mine. Sucht dort nach etwas, was das Tor stützen kann und kehrt dann zu mir zurück. Aber passt auf, diese Mine ist seit einigen Wochen nicht mehr betreten worden. Ja. Wer weiß, was dort alles haust. Ja. Ist mir jetzt schon richtig ans Herz gewachsen. Naja. Dann gehen wir halt in die Mine. So, kann jetzt diese Musik bitte mal aufhören? Stört ein bisschen. Ich meine, das ist eine schöne Musik, aber fürs Herumlaufen oder so ist die nämlich ein bisschen zu hektisch. Naja, gut. Aber schauen wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwas finden, was verstärken könnte. Huiuiuiui. Spinnen. Die, glaube ich, können nicht so gut verstärken. Aber die hier scheinen ja festzusitzen. Spinnseide. Kann man brauchen. Und hier. Na, schauen wir zuerst, was es hier so gibt. Hier sehe ich jetzt eher nicht. Und, Spinnen. Die sind jetzt nicht so wirklich von Interesse, aber. Ja, es sind halt Spinnen. Wobei die schon ein bisschen groß sind. Naja. Elskopf. Eine Teleportrune. Ja, die werden später noch wichtig. Na, komm, nimm die Fackel. So, jetzt. Ein paar Spitzhacken, das können wir auch brauchen. Wie ist das Buch? Nein, zurück. Wenden. Wie ist das Buch?
irdischer Marmor, okay. Könnt ihr euch hier gern durchlesen, wenn ihr wollt. Hier, habe ich, denk mal. Oh, nehmen wir mit. Vielleicht mache ich mal noch eine Lesestunde oder so. Kann ja nicht schaden. Die Musik, die ist überdramatisiert die Situation schon ein bisschen. Ah, noch mehr Ratten. Oh nein, die Ratten! Sie werden uns alle töten! Oh, was war denn das für eine Ninja-Ratte? Oh, noch eine! Oh nein! Sie wird mein Tod sein! Das hat sich sogar gereimt! Und... wow! Wölfe! Okay! Was ist denn hier noch alles drin? Wölfe, Ratten, Spinnen... Also irgendwie... tun mir die armen Wölfe ja ein bisschen leid. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Aber ich muss euch... ich muss es tun. Entschuldigung. Ja, ist ja wirklich eine Verschwendung. Ein Symbol. Wirklich eine Verschwendung, wenn Wölfe sind ja wirklich richtig edle Tiere. Aber was soll man machen? Ist ja auch komisch, dass in den... oh, eine Ratte. Dass in den ganzen Rollenspielen und so die Wölfe immer böse sind eigentlich. Wow. Eigentlich sind die ja vollkommen harmlos. Warum fliegen die hier so herum? Gibt's hier noch was? Oh, Erz gibt's hier noch. Ein Erz, das nehme ich doch mit Freuden entgegen. Tja, aber wir sollten ja was suchen, was die Barrikaden ein bisschen verstärkt. Mal sehen, ob wir hier was Gutes finden können. Vielleicht hier? Moment, die Fackel brauche ich eigentlich nicht mehr. Vielleicht irgend sowas. Was ist denn das? Schaufeln! Ah! Ich fand zwei stabil aussehende Schaufeln, die sollten das Tor zusätzlich stützen können. Ja, gut. Finde ich eine gute Idee. Naja. Dann lassen wir die Schaufeln das Tor mal stützen. Moment, haben wir alles erkundet? Da oben gibt es noch den Gang. Da sehen wir jetzt nochmal lang. Hahaha, schon wieder ein Reim. Und ein Speicherle. Ah, was sehe ich denn da? Eine Spinne. Die eigentlich dafür, dass nur so eine kleine Spinne ist, ganz schön viel aushält. Oh, eine Tür. Wo sind wir denn hier? Und... oh. Ah, jetzt haben wir wieder aufgemacht. Ach, hier sind wir. Da waren wir doch anfangs. Okay. Okay. Schön zu wissen, dass man so hier auch reinkommt. Oder rein gelangt. Und jemand schreibt mich auf Skype an. Naja. Aber davon lassen wir uns nicht irritieren. Und wir bringen jetzt erstmal die Musik nach schon ein bisschen. bringen erstmal die Schaufeln hier zu unserem Freund. Hui, da hat es ein bisschen geleckt. Okay. Hey Typi, ich hab zwei Schaufeln gefunden. Kann dir vielleicht helfen. Hey, hey, oh. Oh. Hui. Hui. Oh, die Verstärkung. Das ist gut.
Das ist gut, das ist gut. Na, schön, dass die Verstärkung da ist. Ach, jetzt kommt sie rein. Jetzt kommt sie rein. Okay, ich halte mich da lieber ein bisschen raus. Will ja nicht sterben. Und geschafft, Heinrich. Wir haben den Angriff überstanden. Ich kann mich jetzt zur Abtei aufmachen. Nachdem der Minenwall wieder offen ist, habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, zur Abtei zu reisen. Vielleicht sollte ich aber vorher noch bei Porim in der Mine vorbeischauen. Ja, dann schalten wir die Mission mal aktiv. Das machen wir dann mal. So, und jetzt haben wir auch wieder die schöne leere Musik zum Glück. So, Mortem. Ich habe jetzt die Schaufeln, wir weiß haben ich, überlebt. Ob wir dir noch was bringen. Und die Mine ist jetzt wieder sicher. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ja, ich weiß nicht, ob die noch was bringen für das nächste Mal vielleicht. Ne? Ein bisschen spät, nicht wahr? Aber ihr habt's ja wenigstens versucht. Kommt jetzt viel entspannter vor. Naja. Egal. Hauptsache, es ist jetzt vorbei und wir haben wieder die schöne Ehrenmusik, nicht? Und jetzt schon. Na, was habe ich gesagt? Ja. Hallo. Nun ist die Tür wieder offen. Ja. Ich muss jetzt gleich zur Abtei von Tieren. Ach, du auch. Besorgungen machen. Wollt ihr mitkommen? Na, was für ein Zufall. Ja, natürlich komme ich mit. Schön. Ich habe ein Boot. Oh, damit kommen wir über den See. Hm. Folgt mir. Hm, schön, schön, schön. Naja, dann mal mit dem Boot über den See. Hallo? Wo bist du denn jetzt? Bist du noch drin geblieben? Hä? Wo ist er denn hin? Ach, da haben wir ihn, ja. Naja, gut. Dann geh mal voraus. Und der macht sich's jetzt hier gemütlich. Hat sich's verdient, würde ich sagen. Oh. Was ist denn hier los? Oh, jetzt verbrennen die die hier. Na, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das so gut ist, auch wenn sie uns angegriffen haben. Ungeziefer. Allesamt. Alle von diesem Pack. Diesen Eterna. Ungeziefer. Hä? So, pass mal auf, was du hier sagst. Ich bin Herr Halbeterner. Oh, hier haben wir Tränke. Komm, da muss ich doch irgendwie rankommen. Vielleicht von der anderen Seite? Ja, ein paar Tränke. Hm. Ja, nicht runterfallen. Oh. So, mein Freund. Dann zeig mal den Weg zu deinem Bütchen. Hm. Schön, so ein kleines Segelbötchen. Naja, dann speichere ich hier nochmal. Ach ja, hier wirklich schön. Ach, du hast dich schon hingesetzt. Naja, dann geselle ich mich mal zu dir. Und los geht's. Hexer, die Mine angegriffen haben. Sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Hm. Ihr wisst schon, es hat sich vom Rest Nerims abgespalten und für unabhängig erklärt. Ach wirklich? Das wusste ich nicht. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und drückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Karbait vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Ja, ich bin ein Stück Glück. Es ist schrecklich, dieses Gekämpfe. Und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals, machen diese Hexer auch noch Probleme. Ja. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Nerim versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas. Aber fragt mich bitte nicht, was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Naja. Jetzt sind wir fast da. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt. Nein, nein. War interessant, muss schon sagen. Hopp. Da ist das Boot kurz weg. Wir sind bei der Abtei angekommen.
Hä? Wo ist das Boot hin? Ah, da ist er wieder. Ach. das Sprite wurde ausgetauscht und deswegen war das Boot kurz weg. Interessant. So, da wären wir. Ja. Die Abtei von Tirin. Dann trennen sich unsere Wege jetzt wohl. Ja, leider. Macht's gut. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Leben, mein Freund. Hui, was machen denn die ganzen Wachen da? Naja, gut. Dann sind wir bei der Abtei angekommen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Nächstes Mal sehen wir dann, sprechen wir mit unserem Meister und flunkern ein bisschen an, aber ein bisschen, eine kleine Notlüge darf ja sein, nicht? Ich meine, was haben wir für eine andere Wahl, Groß? Er hat ja gesagt, dass wir hier zu dieser Abtei müssen. Fällt gerade auf, hier unten rechts die Minimap ist ein bisschen verpackt. Vielleicht löse ich das auch noch bis nächstes Mal. Naja, dann danke fürs Zusehen und ciao, Leute.